Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Turing-Karte. Wir werden jetzt nebenbei, wo ihr jetzt voll macht, wir werden jetzt gleich die erste Gülle zum BGH fahren. Geht ja nicht anders, ne? Ich würde ja am liebsten ja Schläuche nehmen. Aber da haben wir keine. Ist komisch, der Partei hat noch was. Und Anzeige war gewesen. Da. 183. Und da. Da kommt's. Müsste eigentlich mehr sein. Eine Gülle. Gülle geht schneller als Mist, als die Lage. Aber was soll man tun, ne? Warm ist mir wieder mal. Und da ist der Kaffee. Also die Soja ist spätestens morgen weg. Also, das wird nichts mehr. Jetzt kommt die erste Schwäche. Ist doch erst 4:30. Die Anschlussstunde ist in der Nacht, ich kann nicht schlafen. Und morgen früh muss ich früh aufstehen. Ich bin ein Freund von. So. Aber die Gülle zeigt er mir nicht an. Bei null. Aber er kriegt bezahlt, das ist entscheidend. Aber anders ist mal egal, ne? Entschuldigung. So, leer. Kühe sind versorgt. Und die Bullen auch. Da will man mehr, ne? Das gibt keinen, sowieso nicht. Aber mal gucken. Warum man so ist, keine Ahnung. Geht nicht. So, Kurs bleibe ich auch nicht drauf. Hat aber auch nicht funktioniert. So, dann scheint voll zu sein. Dann werden wir hier gleich mal die Silage wegfahren. Dann werden wir hier erstmal Gülle. Ich dachte, das könnte man auch mit variieren, Stall zu Stall. Wäre ja möglich, ne? Ja, heute ist mein Rammtag hier. Beule! Ach, schau mal, ich bin müde. Muss ich noch mal ganz kurz nehmen, mal Frischluft schnappen. So, aber erstmal die Folge fertig machen, ne? Knappe 12 Minuten noch. Ja, BGH versorgen. Heute. Und in der nächsten Folge werden wir entsprechend Holz holen. Holzvollernte, ein bisschen Holz machen. Für Winter ist 3 Tage mehr als genug. Frühling, das geht auch noch. Und die Ernte kriegen wir auch noch mit der Reihe. Wie gesagt, wenn wir mal 2 Drescher kaufen.
Oder drei. Drei waren schon gut, ne? Drei. Ein Case, ein John Deere und ein Holland. Die wird angezeigt, diese Lage. Wie sind die Preise? Was ich persönlich nicht so verstehe, ist, dass das ist die Lage. 270. Und Gülle kostet 720. Und Mist würde ich noch 100 bringen. Aber wir haben nur kein Mist. Mal schauen, ne? Mist da? Na, kein Mist. Dann müssen wir doch noch einen Stall besorgen. Ein Stall ist ein Problem. Problem ist eher der Standort, wo wir hinstellen. Weil hier jemand so schön uneben ist. Kurz Pause. Wir haben jetzt Kursplay, neueste Version. Bringen die rauf. Und aber erst machen die Folge zu Ende. Und dann mache ich dann nebenbei ein kleines Päuschen, nicht? Wenn alles reißt, geht's morgen weiter. Also streng, wenn man auf den Weg geht, aber normalerweise in einer kleinen Pause geht's. So die aktuelle Müdigkeit. Müsste voll werden, ne? Jo, das Gülle. Einen schönen Mischmasch. Also ich kriege keinen Schnee, dann muss man noch eine Schneefräse kaufen. Schneerollen. Ja, wenn man gleich die Gülle hier reinbringen würde, ne? Und nur im Prinzip mit den Haaren und dann lass laufen, ne? Und wär's gut. Die Klärgrube gleich daneben gebaut, also da wo die Ecke frei ist. Und dann hier gleich zack. Aufgrund vom Gefälle wird es dann alleine einlaufen. Jetzt sind wir gleich direkt rein, ne? Verweinter, ne? Wo dann vergärt wird, wo die schädlichen Stoffe entsprechend verarbeitet werden, die ganzen Methane und so, ne?
Methan, ne? Kohlenwasserstoffe. Dann wäre der Geruch vorbei. Schwäche. Dass er nebenbei noch voll macht. Ne? Noch nicht voll. Noch nicht mehr fast. Ja, trinken wir noch einen Cappuccino und Rest und dann ist er auch fast voll. Den hat er schon gekauft. Ja, dann können wir ganz kurz. Fend laufen und dann die Düngmaschinen holen, ne? Dann kann die Silage aller Ruhe vorlaufen. Den kippen wir ab, hängen wir ab, kippen nicht. Dann müssen wir gleich mal zum Händler und holen uns hier gleich die erste Düngegerät. Dann können wir den Dünger gleich auf dem Feld rumliegen und aufnehmen. Ja, wir müssen eben früher Gras mähen und dann hier eine große Aktion Ballen pressen, damit wir keinen Silo voll machen. Wir machen es anders. Und mein Aufsammeln, Gras aufsammeln ist sicher leichter, als wenn wir jetzt hier im Häcksler fahren. Ne? Aber ich weiß nicht genau, wie das mit Abkippen ist. Und machen wir gleich ein Silo rein, einen Silageball. Das lagern wir noch am Hof dann entsprechend ab. Und können es dann nach und nach in die BGR reingehen. Aber das ist ja erst im nächsten Jahr, also ja, diesen Jahr ingeben. Ne? Gut, erster Winter wird im Dezember sein. Das müssen wir im nächsten Jahr ingeben. Ne? Ja, die Felder werden hier alle schön brach liegen. Das wird nichts, ne? So. Gut, geht nicht.
So, nun gleich den ersten roten. Denn Kalk kann ich nicht mehr Kalk brauchen, aber irgendwann brauchen wir auch Kalk, ne? Jo, schön Düngersteuer. Nein, theoretisch kann man sogar düngen, ne? Also sollte funktionieren. Können wir einmal den Kursplay testen, ob wir drauf haben. Aktuell haben wir nicht drauf. Entschuldigung. So, liebe Schauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und seid noch hier mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, morgen 2, 3, 4, 6, ja, morgen geht's weiter. Tschüss.